Vor 6 Monaten ist Alptu Sözen leider ums Leben gekommen, weil er in der Ostendstraße in Frankfurt einen Obdachlosen zu Hilfe geeilt ist. Er hat Zivilcourage gezeigt und ist dabei leider ums Leben gekommen. Mit meiner Petition fordere ich die Deutsche Bahn und die Stadt Frankfurt auf, die Ostendstraße in Alptu Sözen Station umzubenennen. Wir stehen heute hier vor dem Rathaus in Frankfurt und übergeben gleich die 56.000 Unterschriften an den Herrn Bürgermeister Peter Feldmann. Ich möchte euch sagen, das war nicht umsonst. Das Engagement hat sich gelohnt. Nicht nur das, was die Familie empfindet, wird jetzt ein Stück auch manifest gewürdigt mit der Trauer auch, dass wir alle einen Platz finden zum Trauern. Ich hoffe, dass die Familie damit ein bisschen Trost findet. Für mich war es eine Ehre, von Anfang an dabei zu sein, auch zu unterschreiben. Und ich kann nur sagen, es ist eine Tradition unserer Stadt, zu helfen. Danke fürs Unterschreiben. Ich bin froh, dass mein Engagement Früchte getragen hat und dass wir zum Entschluss gekommen sind, natürlich durch die 56.000 Unterschriften, dass die Ostendstraße ergänzt wird mit Alptu Sözen Station.